Hallo Leute, da sind wir wieder. Und die Hallo. Folge beginnt heute mit: Wie ärgern wir Drac? Genau, Beziehungsweise mal schauen, eigentlich, ob es funktioniert, wie verwirren wir ob ihn? er sich ärgern lässt. Wir haben ja ein Schweinchen umbenannt auf meinen Namen, beziehungsweise auf meinen Minecraft-Namen. Jetzt muss ich noch kurz was essen. Und dieses Schwein muss jetzt mal gleich mit einem Bogen dran glauben. Und dann kommt ein sehr lustiger Spruch. So, Und Moment. dann müssen wir mal schauen, ob Drax sich verwirren lässt. Genau. Komm her, Bogen. Ja. Ach, komm schon. Nur noch Vorziehen. treffen. Hihihihi. Mal gucken, ob gleich ein Spruch kommt. Ah, das ist super. Ja, wir warten jetzt mal kurz, ob Drake darauf in irgendeiner Ja. Form reagiert. Wahrscheinlich ist er gerade irgendwie AFK und spielt nur Chunkloader und hat es gar nicht mitgekriegt oder so, aber naja. Ah, schön. Ja gut, wir gucken mal, ob er reagiert. Ansonsten, was haben wir sonst heute Schönes vor? Wir haben noch andere schöne Sachen vor, genau. Mal gucken, vielleicht reagiert er oder auch nicht. Wollen wir, Ansonsten, egal. genau, ansonsten wiederholen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich sag ja, mit dem Bogen geht das alles. Warte mal kurz. Schreib auch noch mal was. So, mal kurz ins Bettchen. You Ja, can ich komme only mal mit. sleep at night. Ja, jetzt geht's. Ah, schön. So, okay. Aber wir haben wenigstens kein Leben. Die Hoffnung führt. Die Hoffnung ist Protoss und Gundi. Echt? Ach, weil grün und so? Ja. Was sind wir dann? Die Wut? Nö, wir sind eigentlich einfach nur rot. Ach, wir haben, Voll sind ein. unspektakulär Ich würde sagen, irgendwie. wir fangen heute mal mit was ganz Specialigem an. Und zwar würde ich sagen, wir fangen mal an, Quests abzugeben, weil du hast ja hier die Pointer und so vorbereitet. Oh Gott, ich muss Genau. erstmal. Wir haben zwischenzeitlich jetzt mal hier ein paar Essenzen noch bearbeitet und dementsprechend liegt hier halt ein Haufen. Boah, verdammt. Zeug drin. Ey, Genau. Die wir. Nature-Essenz nehme ich mal raus, die kannst du unten. Da sind unten Kästchen für. Ja, nur wir haben Tatsache so viel Zeug jetzt inzwischen. Ja, wir müssen Blaze, nochmal. Ich Glowstone, Dice ich Seed. werde das regeln. Keine Angst. Aber Oh jetzt gerade Gott, oh Gott, oh Gott, oh wieder. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier mit den Feldern unten. Also wir haben dafür gesorgt, dass unsere frischen Blümchen ein bisschen mehr wachsen. Ja, Alle Felder sind noch nicht voll, aber man naja, sieht's halt so das ist. langsam, dass wir zumindest mit den Magical Crops langsam vorankommen, so wie es sein soll. Wobei da auch noch viele, viele schöne fehlen, die wir noch haben wollen. Aber mit der Zeit. Genau, mit der Zeit muss das langsam aber sicher vorangehen. Und das werden wir auch irgendwie sicherlich hinkriegen, aber naja. Oh, ich muss mal kurz cutten, Sekunde. So, sorry für den kleinen Cut. War leider notwendig, Telefon und so. Ja, wir waren stehen geblieben bei, wir haben die Pflanzen und Tierchen erschossen und bla. Und wir wollten jetzt eigentlich Quests abgeben. Besser gehen, genau. Genau. So, dann würde ich sagen. Machen wir mal hier. Ich nehme mal die ganzen Pointer und so hier oben raus. Das ist ja wunderbar vorbereitet. Mensch, ich bin begeistert. Mach ich doch immer. Viel zu gut, viel zu gut. Viel zu gut? Dann mache ich das mal schnell. Manual Submit. Dann würde ich sagen, kriegen wir 6 Red Alloy Ingots. Juhu, komm, die schenke ich dir. Kannst bestimmt was mit anfangen. Danke. Naja, wegräumen kann ich sie. Könnte man sich einen schönen Timer, ne, einen Timer bauen zum Beispiel. Die Sand- und Glas-Quest hier, ist die auch schon fertig? Ja. Wo ist denn Die die? ist drin bei, ich glaube, Minecraft und noch mehr. Ja, genau. Minecraft und noch mehr Sandburg Quest. Sandburg. Okay, ja, das, Manual Submit und wir kriegen 2 Spoils-Bags. Wow. Ja, wir können. 2 Tier 2 Spoils-Bags, das ist ja super.
Da ist auch nichts wirklich Tolles drin, außer dass wir mal wieder ein Buch dabei haben und ein Stargate-Zeug und so. Bah, ätzend. Ja, okay. Und die Conveyor Belts können wir noch nicht abgeben, aber daran würde ich sagen, arbeiten wir diese Folge, oder? Stimmt, das hatten wir vor, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, dann erklär mal, wie wir das machen. Wir brauchen eine Canning Machine. Ich weiß nicht, wie weit du da schon irgendwas vorbereitet hast. Nee, da habe ich noch rein gar nichts vorbereitet. Das heißt, wir brauchen einen Haufen Zinnplatten, einen Chip und eine Stainless-Machine-Hülle oder eine Steel-Machine-Hülle. Stainless geht wie? Noch mit ganz viel Stainless-Steel-Platten, okay? Gibt's da keine günstigere Variante? Vielleicht mit Steel-Platten? Dann nehmen wir einfach Stahl, oder? Ja, nehmen wir Stahlplatten. Ja. Ganz ja, einfach. Stahl haben wir nicht sogar noch vorbereitet. Ich glaube, wir hatten noch Stahlplatten übrig. Bin mir aber gerade nicht sicher. Also wir haben auf jeden Fall Eisenplatten hier noch rumliegen, aber Stahl sieht gerade... Ja, 16 Stück hier. Ja, perfekt. Dann brauche ich davon nur 8. Lass mich raten, so? Ja, und den in die Mitte. Und dann haben wir eine Stainless-Machine-Hülle. Und dann brauchen wir jetzt nur noch Zinnplatten. Die hole ich mal von unten. Und ein Chip. Der Chip wird halt das Komplizierte. Dafür brauch... Hallo, gehst du runter? Wollte ich gerade sagen. Mhm. Für den Chip brauchten wir außer Metall... Warte. Muss ich gerade mal gucken. Das ist... Red Alloy Plates da, ne? Brauchen wir. Ich glaube, das ist Kupfer und Redstone im Alloy Smelter. Electronic Circuit. Genau, Red Alloy Plates. Eine Iron Plate und Kupferkabel. Und die Kupferkabel... Ja... Ich glaube, Kupferkabel haben wir oben eventuell sogar noch rumliegen. Mach mal diese Red. Ich mach gleich mal ein paar mehr Red Alloy Plates, weil die werden wir mit Sicherheit noch. Mach das. Ich nehme mal einen Stack Eisen und einen Stack Zinn mit. Und geh mal hoch. Das soll ja hier alles flott funktionieren. Soll ich mich kurz ins Bett? Ach, bringt ja nichts. Wir müssen uns zusammen ins Bett legen. Weil ja der Drag noch da ist. Ja. Ich habe mich mal wieder in meinen schönen Schlafsack gelegt. Ja, ich lieg im Bett. Das passt eigentlich ganz gut. So. Okay, dann muss ich jetzt ein paar... Obwohl, Eisenplatten muss ich gar nicht machen, weil wir haben hier noch Iron Plates. Haben wir noch, also mach die bloß nicht. Und was brauchten wir denn jetzt noch für die Canning Machine? Canning... Ich kann nicht mehr schreiben. Canning Machine, den Chip, okay, und die Zinnplatten. Dann mache ich jetzt mal Zinnplatten. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, 1, 2, 3, 4, oh, da ist der Dress wieder weg. 7 Stück müssten wir brauchen. So, 7 Zinnplatten. Dafür brauchen wir ein Hämmerchen. Irgendwo hatten wir doch so einen tollen Stahlhämmer gebaut, genau. Mhm. Bei denen ich abgestürzt bin, als ich das Rezept rausgesucht habe. So, Zinnplatten habe ich. Dann brauchen wir Kupferkabel. Bring dir hier mal diese Red Alloy Ingots, da kannst du, glaube ich, auch... Du wirst es gar nicht glauben, wir haben tatsächlich noch 6 Kupferkabel, ich muss nur noch 6 mal Gummi und irgendwo herholen. Gummer machen. Gummer. Hier ist doch Gummi, 6 Stück, perfekt. 6 Gummi, 6, ja, dann haben wir das für den Chip bereit. Schlagen wir das mit dem Hammer klein. Dankeschön. Dann das, eine Eisenplatte in die Mitte, bisschen Kupferkabel drumherum für den Chip. Ich bin so froh, wenn wir das alles automatisieren können. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, und wir haben eine Canning Machine. Genau. Easy peasy. So, und ich stelle die einfach mal jetzt mal auf unseren Force Generator hier. Ah, von unten geht's schlecht. So. Genau. Bitte? Erfüllt sich, ja. So, Frage ist, wie die jetzt funktioniert, weil das Interface für das Rezept war eigentlich anders, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen einfach eine leere Kanne. Ja, die habe ich hier. Und dann das Zeug, sie wollte sie. Wo rein? Ja, mach doch, Shift-Klick die doch mal rein. Kann ich nicht. Aber vielleicht, warte mal, Drain from Cell... Fill Cell from Tank? Ja, eigentlich ist Canning schon... Aber es ist auch nur die... Wir brauchen eine Automatic Canning Machine, glaube ich. Nehmen die nochmal ab. Können wir noch weiter... Ach, da brauchen wir den Conveyor Module für. Ja. Das heißt, wir brauchen noch mehr Chips. Ja.
Ach, verdammt, ich brauche den richtigen Wrench dafür. Das geht doch mit dem Schwarzen, wenn ich mich recht entsinne. Der Schwarz ist der richtige, ja. Also der Greg Pack Management. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Conveyor-Modul. Ach, wie glücklich ich doch bin, dass wir überhaupt nicht viel Scheiß brauchen dafür. So, dann gucken wir mal, wie ein Conveyor-Modul aufgebaut ist. Genau. Also wir brauchen zwei Chips, eine Batterie, Wir haben Aluminiumplatten ja und eben Glas. Red Alloy Ingots von Project Red gekriegt, ob die auch gehen, um daraus diese Platten zu Ich machen. glaube nicht. Ich glaube, das Thema hatten wir, das geht weder das Red Alloy noch das andere. Das war ja das, Nee, wir was. hatten aber, glaube ich, das von Ender.io Ja, aber ausprobiert. ich hatte ja danach mit Drake geredet und er hat gesagt, dass das wohl beides nicht funktionabel ist Ach so. und auch beabsichtigt nicht funktionabel ist. Okay, dann habe ich hier noch mal vier Red Alloys. Ja, Also die von Red Alloy. ich brauche leider noch mehr. Ich brauche zwei Chips. Schön. Aber ich muss auch Kupfer klopfen, dementsprechend mache ich das in der Zeit mal. Weil wir brauchen Copper-Cable. Ich muss mal dran denken, den Aufzug zu nehmen. Ich denke da mal nicht dran. Ja, das macht sich auf jeden Fall sehr schnell so. Das heißt, wir brauchen Kupferplatten. Das heißt, ich nehme einfach mal ein Stack Kupfer mit und mache damit einen halben Stack Kupferplatten. Das ist Bronze. Das ist Hourglass. Hier ist Kupfer. So. Stecki Kupfer. Das so gleich außen. Ja. Vor allem diese ganzen Metallurgie-Sachen. Ich meine, wir können zwar aus Metallurgie ganz nette Sachen machen, wie Blaze Rods zum Beispiel. Oh, komm schon, gib mir alle. Du willst mich verarschen, Ja, wenn oder? wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns jetzt auch keine Blechpflanze machen können. Genau. So, das heißt, wir haben Dann hätten wir Copper eine etwas Blaze. kompliziertere Möglichkeit wählen müssen, uns Blazes herzustellen. Wir brauchen aber noch eine Schere, sehe ich gerade. Dafür brauchen wir Eisenplatten und Eisen, okay, das ist nicht das Riesenproblem. Schere, Schere, nein, 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 dafür nimmst du bitte Promethium. Wie Promethium? Für eine normale Schere zwei Promethium. Nein, Kofferhochplatten. ich brauche eine Kabelschere. Ach so, ja, nee, danke, das merke ich. Ich dachte, du meinst, ja, dann darfst du nicht Schere sagen. Es ist eine Schere, es ist eine N nein, nein, Blechschere. nein, 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 nein. So, und zwar, okay, ich nenne es ab jetzt Cutter, ja. Steht ja auch dran. So, dann haben wir jetzt 64 Kabel. Die werde ich gleich mal abisolieren. Dann passt es nämlich auch. Isolieren. Dann können wir hier gleich mal. So. Ich habe hier noch mal vier weitere Red Alloy Ingots. Ach Das so, ja, machen wir schmeiß die mal rein. jetzt. Danke. Und die packen wir dann hierzu. Dazu zwei Eisenplatten. Und die Chips. So, dann haben wir schon mal die beiden Electronic Circuits, entschuldigt. Es sind ja keine Chips. Automatic Jetzt Chips. Canning Jetzt Lust Machine. auf. Ich bin mir Noch sogar fast eine da. sicher, dass wir die Automatic Canning Machine gar nicht brauchen. Aber gut, wir werden sehen. Dann haben wir Es sie dann wird im auch. Rezept so angezeigt, also. So, die Batterie war aus Ah, Zinnplatten, jetzt nee, haben wir. Zinn Casings, Zinn, oh Gott, das wird lustig. Zinn. Haben wir für Casings nicht unten die Mold? Ja, wir haben auch für Guck Platten die mal. Mold. Das ist gar nicht das Problem. Stimmt, hätten wir eigentlich auch. Eigentlich wäre es klüger gewesen, wenn wir dann nicht so viel. Ich glaube, mit der Mold brauchst du nur ein Ingot pro Jetzt ist zu spät. Jetzt sehe ich hier Dings. oben. Aber jetzt ist auch egal, genau. Da-dim, 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 Batterie, vier Casings und den. Okay. Das heißt, ich brauche insgesamt acht Casings. Also acht Platten. So, acht Casings. Okay, und dann brauchen wir noch eins, zwei. Obwohl wir wahrscheinlich nur eins brauchen, weil da ja zwei Kabel rauskommen, wenn ich mich recht entsinne. Wo ist der Cutter? Da ist der Cutter. Ah, da kommen sogar drei Kabel raus wieder. Das ist so geil, dass diese Zahlen so unterschiedlich sind. Dadurch hat man ständig Probleme, das alles gerade hinzubekommen. Ja, manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, so, und dann glaube ich immer noch Redstone, ja. Ich baue jetzt einfach mal. Warum baue ich jetzt eigentlich zwei Batterien? Egal. Das weiß ich nicht. Ich habe zwei Batterien gebaut.
So, und dann brauchen wir also zwei Chips, Batterien. Ich brauche noch Aluminiumplatten. Holen wir mal Aluminium. Ich habe übrigens gerade noch einmal nachgeguckt, weil ich ja eben gedacht habe, wenn man diese Mold hat, dann braucht man weniger, aber man braucht auch weiterhin zwei von den Ingots, und die brauchen wir ja beim Klopfen auch. Es geht halt nur automatisch. Ja. Insofern Ist es haben wir nicht nichts schön? verschwendet. Okay. So. Wir brauchen drei Aluminiumplatten. Aluminium. So, die kommen dahin. Dann die Batterie, dann die beiden Chips, dann ein bisschen Glas. Und das bringt nur ein Conveyor-Modul. Das muss man sich mal überlegen. Das Schlimm. ist eigentlich Einfach nur schlimm. echt mies. So, und wir haben eine Automatik-Canning-Maschine. Und ich glaube ehrlich gesagt, jetzt, wo es eine Gregtech-Maschine ist, bauen wir erstmal noch ein Dach hier rüber, oder? Ein kleines. Wer, ja, wer, ja, schön. Was für ein Dach hättest du denn gerne? Stein oder? Ach, eigentlich egal, Hauptsache ein Dach. Ich bin gerade sogar am Überlegen, ob ich schnell hier Oak Planks einfach nur drüber lege, weißt du, so. Klack, Ja, ich klack, hole gerade klack. welche. So, klack. Komm, machen wir mal hier schöne, machen wir Slabs drüber. Dann ist ein bisschen mehr Platz. Ja, dann. Also Two zumindest. Slaps machen. Slabs machen. Vielleicht noch eins weiter nach hinten. So, ich stelle schon mal die Maschine hin. Ich glaube, du hast das Lab aufgenommen, oder? Egal. Er gibt auf jeden Fall keine Energie ab. Sehe ich das richtig? Ja, siehst du, das ist jetzt nämlich ein anderes Interface. Und da. Ich nehme jetzt mal hier hinten das Kabel. Versuche das mal hier ranzubasteln. Und gucken, ob er jetzt Energie abgibt. Ich sehe keine Energie abgeben. Guck mal, das wird's. Komisch. Aber es ist auf jeden Fall. Aber eigentlich ist das EU, also es sollte eigentlich funktionieren. Geht auch. Wird nur nicht angezeigt. Aber er arbeitet gerade. Okay, im Notfall hätte ich jetzt einfach die Batterie hier noch aufgefüllt. Das mache ich auch gerade nebenbei noch. Quetscht das durch! Rausnehmen, jetzt brauchen wir nichts. Dann ist die Automatic Canning Machine und die normale Canning Machine irgendwie Anders. was anderes. Ja. Ja, was gelingt. Ja. Nebenbei. Wir hatten ja noch so ein nettes Gewinnspiel am Laufen. Ja, da war ja was. Also, wer sich erinnert, wir haben Spoilspecs geöffnet. Wer erinnert sich da nicht dran? Hier schon. Ich erinnere mich Ich da bin ihr nicht ins dran. Wort gefallen, Entschuldigung. Erzähl. Nö, nö, ist ja vollkommen legitim. Ne? Ist. So. Aber wir wollten da jetzt mal zwei Gewinner küren. Und da haben wir unsere Gewinner-Kürfee für. Sehr. Genau, ich dachte, ich spiele mal Glücksfee und ich habe zwei Leute zufällig ausgewählt. Und zwar wollen wir erst die Preise sagen oder wollen wir erst die Leute sagen? An sich kannst du eigentlich die Leute zu den Preisen sagen. Die Leute zu den Preisen sagen. Also, wie gesagt, es gibt zwei Gewinner mit zwei Preisen. Ein Gewinner ist der Pferd. Der bekommt Havens neue Augen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Steam Key zu bekommen von Sebi. Also, PM schreiben und Genau, PN an glücklich mich sein, und oder? freuen. Ja. Genau. Und dann der Erik Wagenheber. Der bekommt Batman Arkham Origins auch ein Steam Key. Und ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Genau, freut euch, schreibt mich an und ich schicke euch die dann zu.
Und ich werde wahrscheinlich die beiden Namen hier auch nochmal drunter veröffentlichen. Die Mia wird mir die schon geben. Haben wir noch genug Clay? Das Nö, aber wir können uns welchen machen. Den können wir nämlich ganz normal mit Nature Seeds, Earth Seeds und Wasseressenz und Erdessenz machen. Ja, dann bastel das doch mal. Ja. So. Wie viel Clay brauchst du denn? Da kommt so viel raus. 64. Weil ich muss ja 64 Keramik White herstellen. Bitteschön. Ich habe eh keinen Platz weiter gehabt, zum Glück. Ach du Schande. Okay, ja, aus einem Clay kommt natürlich... Verdammt, hier hast du den Clay, schenke ich dir. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss irgendwie meinen Inventar leer kriegen. Wir brauchen ein ME-System. Wir haben ein ME-System. Nein, wir brauchen ein... Wir brauchen nur ein noch besser funktionierendes. Wir brauchen ein ME-System, was man auch nutzen kann. Wir hätten übrigens, glaube ich, auch noch genug Clay gehabt, fällt mir gerade ein, aber... Ja, ich brauchte jetzt auch nur 16, lustigerweise, so. Der Witz ist jetzt nur, hier, Chuck. So, jetzt haben wir 64 weiße Keramik, weiße Conveyor Belts. Die schmeiße ich jetzt nochmal kurz in die Truhe, dann entleere ich nochmal mein System, damit haben wir nämlich alle. Und dann geben wir die Quest auch noch ab, für die es bestimmt wieder, keine Ahnung, 12 Seeds gibt oder so ein Scheiß. Für die gibt es, ich guck mal kurz, die ist ja bei Mindfactory Reloaded mit bei. Ja, du kannst ja mal gucken, genau. Nee, was viel besseres, was viel tollere. Cobblestone? Tolleres. Noch toller. Da haben wir mal eine ganze Aufnahme drüber gestaltet, mitgestaltet. Sag jetzt bitte keine Spoilspecs. Nein, keine Spoilspecs, einen einzigen. Warum? Wir freuen uns unheimlich. Warum? Was habe ich Drake getan? Gar nichts, das ist ja das Schlimme. Wenn man ihm was getan hätte, dann... Sehe es noch schlimmer aus? Nicht mehr tun können oder so. Ja, es ist... Egal. So, ich packe jetzt die Schere dahin. Ich packe jetzt mal den einen Hammer hier noch dahin. Und wir haben keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Also, ach, das ist... Es ist so übel viel Zeug. So, ich schmeiß jetzt einfach hier was in den Dings. Ja, sind noch 100 Dollys drin, meine Fresse. Ja, wegen dem ganzen Umtransport halt, ne? Genau, wir hatten ja die ganzen Kisten, Barrels runtertransportiert. Ich versuche nur gerade... nicht für jedes Barrel einzeln laufen. Hier genug Platz zu machen irgendwie, um alles so halbwegs ins Inventar zu kriegen, weil es sind ja doch eine ganze Menge Conveyor Belts. Wir haben übrigens immer noch in der Spray Can jetzt 1536. Ja, die wird uns jetzt wahrscheinlich auf ewig reichen, wenn wir mal weiße Farbe brauchen. Oh, das hat genau gereicht, um es ins Inventar zu packen. Und jetzt verlieren wir so viele Conveyor Belts. Oh Mann. Das meiste ist ja Gummi und davon haben wir eine ganze Menge und halt ein bisschen Eisen. Mine Factory Reloaded. Open. Conveyor. Wer bellt denn da? Ja. Manual Submit. So. Claim Reward. Genau. Und wieder ein wunderbares Kreuz weg. Ja. Und als nächstes kommt Blockbreaker, Ejector, Planter, Item Collector, Item Router und Deep Storage Unit. Und zwar will er da 4 haben, weil man craftet 4. Wir haben ja jetzt noch 3 übrig, sonst könnte man die gleich einsetzen. Aber nein. Nee, da müssen wir noch ein. Aber das können wir ja dann also nächstes Mal machen. Genau. Oder aber ich kann dir mal sagen, was in dem Conveyor Belt alles drin war. Und zwar, guck mal, das war drin. In dem Conveyor Belt? In dem. In der Quest quasi. Also in unserem Spice Belt. Ich sammle mal ein. 3 Bücher. Toll. Toll, oder? Ja, nicht? Zinn? Super. Die komm mal mit. Hast du das Feindekabinett mit unseren Büchern schon gezeigt? Ja, das ist auch, glaube ich, das, was wir als erstes vernichten müssen. So, ich bin Spoilsberg gelehrt. Ja. Also hier ist wirklich nur noch Force und so ein Mist. Ja, hier sind unsere Bücher. Yay! Genau. Und in den Regalen, wieso steht denn da schief? Das war meine Schuld. Ich habe es abgebaut irgendwie mit dem Dolly und konnte es nur noch in die andere Richtung setzen. Na, Junge. Naja, egal. Auf jeden Fall, in den Regalen gibt es nur noch die Enchanted Books. Ja. Da habe ich fein säuberlich sortiert, weil zwängerlich ist. Weil ist halt so. Kennt ihr ja. So. Genau. Ja, dann gehen wir nochmal kurz zum Monsterfalle rüber, weil irgendwie sieht sie schon wieder nach einem argen Itemstau aus, ehrlich gesagt. Oh ja, die machen schon wieder Ringeltief mit Anfassen, ne? Kopfverschämt. So. Du hattest das doch vorhin irgendwie, wir hatten das nämlich auch schon mal, du hast das doch ganz fabulös, wunderbar gelöst gehabt, ja, da, eigentlich. Ich habe einfach hier die Dinger abgenommen, weil die verstopft sind gerade. Ach so.
und habe die dann wieder angesetzt und wieder umgedreht. Das ist jetzt auch eine lustige Aufgabe. Das Problem ist, die erschießen sich gerade gegenseitig darum, was auch wieder gefährlich ist. So, und jetzt müsste er theoretisch anfangen, wieder zu arbeiten. Ich glaube, du hattest vorhin die Fluidux abgebrochen. Ja, aber es lag nicht an den Fluidux. Ich dachte auch erst, aber es liegt Tatsache daran, dass es verstopft war. So, und jetzt wirst du auch gleich sehen, dass sie anfangen zu sterben. Oh ja, jetzt wird fröhlich. Es wird fröhlich gestorben. Boah, ja. Oh, ey, schnell wächst das laut hier. Und wir haben noch Recovery Hearts, Large Magic Jars, Small Magic Jars. Mhm. Ja, es ist, wenn die sich dann irgendwie selber umbringen. Also anstatt sich umbringen zu lassen. Rip. Das erinnert mich so an Hexet, dieses Geräusch, dieses Rip. Boom, boom. Das höre ich bis hier runter. Ja. Und ich schmeiß jetzt gleich noch hier unsere Spoilsbags in unser Spoilsbags Kabinett. Oh, ein Skelett hat dich getroffen. Ja. Durch die Lücke in der Scheibe und so. So, und jetzt haben wir hier schon wieder ein paar Spoilsbags drin, die wir aber nicht online öffnen werden, onscreen. Nein, werden wir nie wieder machen. Und hier nochmal zur Info, wir haben ein paar Bögen. Nicht viele. So knapp 200 oder so, links oben. Und wir haben auch ein paar Mützen. Ich weiß wohl noch mit dem ganzen Bogenscheiße. Ja, wir werden noch Spaß haben mit dem ganzen Zeug. Also hier ist wirklich... Boah, das sieht echt heftig aus, was wir Hattest du eigentlich diese Kiste hier schon mal erklärt? Diese hier oben? Nein, da schmeißen wir unseren Bedrock rein. Und dann geht ein Lämpchen an. Da drüben. Fiel mir nur gerade mal ein. Egal. Was man wahrscheinlich auch gar nicht sehen würde. Aber das, doch von hier vielleicht. Natürlich, das sieht man von hier aus. Also, ab der zweiten Quest quasi, wenn wir jetzt hier zum Beispiel BC, TIC und Project Red abgeschlossen haben und durch sind, kriegen wir für die letzte Quest einen Bedrock. Der kommt dann in diese Ender-Chest, die auf uns gepolt ist, in dem Fall auf Rot, weil wir sind ja Team Rot. Genau, und dann geht's weiter. Und dann geht hier ein Lämpchen an. Nee, aber guck mal, man sieht doch, wenn die Lampen an sind. Du kannst doch hier oben, auch wenn du hier stehst, oben auch sehen, da ist ja, da sind hier die roten Lampen und die sind ja alle an. Ja. Also oben die. Ja. Genau, und dann wirst du auch sehen können, wenn da eine Lampe an ist. Ja, ich wollte nur gerade mal gucken, nicht, dass schon jemand von den anderen eine Lampe anhat, aber anscheinend nicht. Nee, bisher noch nicht. Gut. Die sind noch genauso lang. Die ersten werden wir wahrscheinlich nicht sein, aber. Das glaube ich auch nicht. Da sind die anderen uns wahrscheinlich eher voraus. Ja, so ein bisschen. So, gucken wir nochmal kurz über dein Pflanzfeld. Ach, das sieht so schön aus hier mit den Magical Crops. Vor allem diese komischen Flacke, Dye Crops. Boah, die sind so nervig. Ja, ich nenne die mal Disco Crops. Ja. Also halt wie eine Disco Crops. Die sind echt nervig. So, und hier haben wir unsere schönen Certus Quartz. Man sieht ja auch... Genau, da bist du ja unheimlich glücklich drin. Ja. Glowstone ist auch gar nicht so schlecht. Und hier die Blaze Crops und so. Also wir haben schon schöne Dinge. Hier, kann man Es gibt noch viel schönere, also... Hier. Oder was heißt noch schönere, also mehr einfach. Cow-Soul Crops zum Beispiel. Die wir auch noch haben wollen. Aber bei Zeiten. Ja, das kommt auf jeden Fall noch alles. Wir sind dran. Wir beeilen. Es gibt ja eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Diamanten-Crops zu machen oder Emerald-Crops. Und auf die Diamanten-Crops sind wir etwas scharf gerade. Also so ein bisschen. Ja. Diamanten haben wir nur 2,5 Stacks oder so. Auf jeden Fall, wenn wir da eine größere Maschine bauen müssen, dann sind die alle weg. Ja, das ist alles nicht so toll. Und gerade auch, wenn wir Chips und so bauen müssen. Ich weiß gerade gar nicht, wie es aussieht. Ist der mit den Chips Tatsache durch? Tatsache. Boah. Mit denen du reingetan hast, denke ich, ja. Also wir haben hier eine halbe Laserwand abgebaut. Und er ist Tatsache mit den ganzen... Also wir haben jetzt hier 64 Pulsating, 2 Stacks Gold, 2 Stacks Eisen. Ja, guck mal, ich erfülle auch mal Quests. Ha. Eigentlich können wir es ja so machen, damit wir, dass wir die schon mal... sozusagen, also die wir schon haben, schon mal abgeben, dann müssen wir uns darum nicht mal kümmern und sie nicht mal lagern, dann sind die schon abgegeben. Ja, ich könnte jetzt auch schon mal die Redstone noch in Auftrag geben hier. Magst du noch mal 2 Stacks Redstone hier reinwerfen? Ja. 3 Stacks, Entschuldigung. Ich glaube, so viel Redstone haben wir gar nicht mehr. Es kommt drauf an, wie viel du in der Zwischenzeit schon wieder geklaut hast. Es waren vorhin noch 11 Stacken wieder drin. Das hatte ich ja aufgefüllt. Also es fehlen jetzt noch 128. 8 sind noch da. Ja, gut. Wenn wir 3 nehmen, dann sind noch 5 da. Passt ja. Also wir haben 128 Redstone Diamond Chipsets fehlen uns noch und 256 Redstone Chipsets. Die Diamond Chipsets, ja, wie gesagt, 2 Stacks Diamanten für die Chips nur zum Abgeben ist schon blöd. Darum warten wir auf die Diamantpflanzen, weil Diamanten haben wir nicht so viele, ehrlich gesagt. Genau. Da haben wir noch 2 Stacks und 20 und ich
möchte ehrlich gesagt, also ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht die 2 Stacks verbrauchen und nachher bei irgendwas Wichtigem keinen Diamanten da haben. Ja, vor allem, weil wir ja jetzt, also im Gegensatz zu manch anderem Team, nicht unbedingt Lebensprobleme haben. Nö. Bei manchen sieht das da schon richtig düster aus. Ja, auf aber jeden bei Fall. Uns natürlich nicht, weil wir passen auf. Wenn man sich jetzt mal so außer anguckt. Sebi wird von hinten mal wieder von einem Kritter überrascht, aber das kann hier ja eigentlich nicht passieren, weil wir gut ausgeleuchtet haben. Klick hier for more information. Also Drake und Rohrschneider sind da ganz weit oben mit diversen Toten. Jetzt dachte natürlich Drake, ich hätte ihn überholt, habe ich aber nicht. Ich bin tatsächlich. Ja, Rohrschneider, aber Rohrschneider ist ja einsame Spitze ersaufen. Ja, was ich am schlimmsten finde, ist bei mir, ein Void-Tod war ja beabsichtigt, aber der zweite war halt einfach durchfallen durch die Plattform und sowas ist ätzend. Ja, und das war dann auch noch meine Schuld. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, muss das jetzt sein? Wenn man sich fragt, warum jemand in einer Sky-Welt ersaufen kann, dann kann man einfach, das kann man von hier aus jetzt ganz gut sehen. Das konnte man vorher gar nicht richtig sehen, weil wir halt zu weit weg waren. Komm mal hierher, Sebi. Ja, die Plattform ist jetzt weit genug, meinst du? Genau, die Plattform, also wir sind jetzt nah genug dran. Und hinter den Gitter, also hier das ganze Gebilde ist praktisch komplett von unten bis oben mit Wasser gefüllt. Und dass man da ersaufen kann, das kann man sich dann nicht vorstellen. Er hat hier quasi Speedboot-Kanäle außen gebaut, überall. Genau, damit er mit einem Speedboot-Stil sicher über seine Insel fetzen kann, wer es braucht. Ja, momentan. Also langsam aber sicher bin ich auch für eine Bahn hier über die Insel, gerade nach hinten. Boah, nervig. Aber was mich viel mehr stört, ist, dass immer noch keine Tiere spawnen, weil die haben drüben irgendwie 600 Milliarden Tiere überall rumfliegen. Und bei uns spawnt schon wieder nichts mehr. Ja. Also das aber es wird uns immer wieder nur gesagt, wir müssen nur weit genug weggehen. Wenn ihr zuguckt, ihr Leute aus dem Ape-Kraft-Team, Ape-Sebi-Kraft, Ape-Gaming, bla, egal. Es ist nicht so. Wir sind weit genug weg. Wir waren lang genug da. Wir warten. Ihr habt einfach zu viel. Punkt. Genau. So, aber egal. Ich würde sagen, für die Folge soll es heute auch schon wieder gewesen sein. Wir haben ja wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben zum Beispiel eine Gregtech Canning Machine. Übrigens sieht das unheimlich hübsch aus, dass hier irgendwie dieses Dach mit dem Loch und, ach, keine Ahnung. Das macht ja irgendwie alles. Also wir sind ja jetzt, ich sehe gerade da oben sind, oh Gott, da kann was spawnen, das ist aber ganz gefährlich. Ich hatte doch gerade erzählt, wenn nicht aus Versehen ein Creeper hinter Sebi auftaucht, ne, aber wir haben ja gut genug ausgeleuchtet. Nee, nicht wirklich, jetzt aber. Gut, ja, dann ist doch alles schick. Genau. Und was mich schon die ganze Zeit nervt, das Fass steht hier irgendwie, genau, so ist besser. Es fliegt quasi die ganze Zeit, das muss ja nicht sein. Mhm. Wir könnten uns ein bisschen Apfelsaft machen, so 197 Stacks. Ich will nicht, ich will mal eine Spaghetti essen. Mhm. Spaghetti mit Meatballs, viel leckerer als Apfelsaft. Ja, aber wir können uns Apfelsaft Essig machen zum Beispiel. Mhm. Ja, brauchen wir bestimmt irgendwann nochmal. So, aber egal. Essig. Wir können aus Äpfeln auch, bei Growthcraft ist ja drauf, können wir uns Cider machen. Cider kann man trinken. Und dann werden wir besoffen. Und irgendwann musst du mal zeigen, wie das aussieht, wenn man besoffen ist. Da wird dir nämlich auch vorm Bildschirm schlecht, so heftig ist das. Sterbt! Sofort! So. Nur die Krieger nicht, na toll. Gut. Aber wir haben genug erzählt schon mal wieder. Boah. Sind wir schon wieder bei... Die Laser lasern laserlich. Wahrscheinlich schon wieder viel, viel weiter. Ne? Ja, wir sind weiter. Trotz Cut sind wir schon wieder weiter. Die Generatoren haben brav ihre Enderperlen und laufen jetzt auch 20 Stunden durch. Das heißt, wir werden auch genug Energie haben. Trotz Laser... Vielleicht haben wir ja Glück und wenn wir nächstes Mal spawnen, also hier drauf kommen, dass sich doch tatsächlich auch mal ein bisschen Lava wieder ansammelt. Wir haben 2 Millibuckets Lava. Ja. Die ja, aber wenn die Laser fertig sind und dann die Ender-Generatoren das praktisch übernehmen und die Magma-Dinger dann volllaufen, danach könnte hier der Eisentank mal wieder volllaufen. Ja. Und das wäre Dufte. Ja, das wäre super. Richtig Dufte. Wir verbraten ja momentan einfach nur unsere Enderperlen, das ist ja das Witzige. Mhm. Wir haben noch 11 Stacks. Wie viele Stacks sind noch da? 11. Oh Mann, das ganze Fass war voll. Ja, das aber war voller als voll. Ich hab da schon ein Upgrade reingetan. Einige gehabt. Benutzt gehabt, dementsprechend. Ja, das ist aber normal. Gut, für heute war es das aber. Wir haben genug gemacht und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und denkt dran zu schreiben wegen Gewinn und so, ne?
Also, bis dann. Ciao, ciao. Aber nur die, die gewonnen haben, ne? Nicht die anderen. Ciao.